Moin aus Hamburg und heute mit einem Special in unserem neuen Format. Es ist ein Ausblick auf diese Woche und ein Rückblick auf die vergangene Woche. Freitag waren wir nicht online, weil wir hatten hier im Traders Club einen Brückentag. Ja, Donnerstag, Feiertag und Freitag waren wir nicht da. Ich war mental bei den Märkten, ich war auch kurz im Büro. Wir hatten All-Time High. Wir hatten das ja letzte Woche erwähnt, der deutsche Aktienindex 16.331 Punkte. Und somit haben wir ein neues Hoch erreicht. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, entweder geht das Ding jetzt runter oder es springt nach oben. Aber diese zähe Seitwärtsphase, die wir die letzten zwei Wochen gehabt haben, die war sehr, sehr zäh. Für uns als Trader spielt es keine Rolle. Wir können ja in beide Richtungen spekulieren und darum geht es auch letztendlich. Wir schauen erstmal auf die Zahlen und Fakten. Was gab es letzte Woche für Signale? Welche haben wir umgesetzt und welche gab es vielleicht schon Anfang dieser Woche? Insofern wechsle ich hier mal und gehe rüber. Und wir sehen hier, ja, dieses Grüne hier in diesem Chart und die Beträge, ja, jetzt wird der eine oder andere denken, das sind ja alles kleine Beträge. Wir handeln mit einem kleinen Trading-Konto, ein Durchschnittskonto von 15.000 Euro. Wir gehen immer mit einem Ziel von 0,1% am Tag ins Rennen und deswegen sind die Summen hier etwas kleiner. Wir fangen an mit dem British Pfund US-Dollar. Da hatten wir letzte Woche, und wer sich das Format jetzt schon öfter angeschaut haben, wir versuchen mit den Indikatoren, mit den Charts, Ihnen zu zeigen, wo ist ein letztes Hoch ausgebildet. Hier nochmal zur Erinnerung, die rote Sonne, glaube ich, sehr gut zu erkennen. Da war das letzte Hoch und jetzt versuchen wir diese Gegenbewegung zu traden. Und wenn die Kerze alles passt, erscheint dieser rote Strich. Was machen wir dort? Wir gehen short und steigen dann nach einem vordefinierten Gewinnziel aus und haben dort 0,1% verdient. Der Stop-Loss wird immer auf die Sonne platziert. Das war ein Trade hier und wir sehen, am 50er Tagesdurchschnitt beißt er sich gerade die Zähne aus. Dann hatten wir einen Trade Euro-Kanadisch-Dollar. Hier sehen wir, dass wir einmal den Trade hier angesetzt haben und ich ziehe den zweiten Trade mal rein hier und jetzt sagt ihr, Mensch, was macht der denn da jetzt? Wieso so viele Gegensignale oder so viele Signale im Chart? Ja, das hat mit unserer Technik zu tun. Wenn der Markt zum Beispiel, wir steigen short oder long ein, es kommt zu einer Umkehr, drehe ich diese Umkehr. Der Markt hat ja, wie gesagt, immer recht und hier sehen wir, dass wir einmal hier short gegangen sind, hier sind wir nochmal short gegangen und wir sind dann, ich muss mal ein bisschen weiter runter scrollen, müssten wir nochmal einen Euro Cut haben, der in den Verlust gelaufen ist, den wir geschlossen haben. Das einmal Symbolleiste machen, so, und den haben wir hier gar nicht drauf, den ziehe ich dann mal rein hier. So. Und guckt, dass wir den Euro-Cut hier noch reinkriegen. Jetzt sehen wir ihn hier, diese rote Linie könnt ihr gut erkennen. Das war das Gegensignal und trotzdem ist der Trade in den Gewinn gelaufen. Unterm Strich, trotz einer ja, vermeintlichen Fehlsituation, haben wir diesen Trade sauber im TP gebracht. So, nächster Markt ist der Euro-Japanisch-Yen, der noch offen ist. Und wir haben hier einmal Euro-Dollar. Auch der Trade ist letzte Woche, ihr seht es hier, short eingestiegen und ist hier in den Gewinn gelaufen. British Pfund US-Dollar, hatten wir eben besprochen, ist auch in den Gewinn gelaufen. Und jetzt schauen wir uns an, was gab es denn noch? Und zwar gab es hier, wir sehen es hier, vor 7 Tagen ein Euro-Yen-Trade. Und das ist jetzt spannend, dass Sie sich das mal anschauen. Wir haben gut zu sehen, ein Short-Signal hier. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber die Clubmitglieder kennen das. Der Markt will nicht in unsere Richtung, der dreht. Jetzt kann man zwei Möglichkeiten haben. Man lässt den Stop-Loss hier oben oder wir nehmen die Gegenbewegung mit. Und das haben wir hier getan. Das heißt, wir sind einmal Short und einmal Long. Das dritte Signal, und das werden wir gemeinsam besprechen, wenn es denn kommt, ist wieder ein Short-Signal. Werden wir wieder Short gehen und dann werden wir alle drei Trades schließen. Das heißt, wir sind jetzt neutral in diesem Markt. Dann haben wir hier oben Gold, wurde getradet mit Gewinn. Dann haben wir den Audi USD,
der ist in den Gewinn gelaufen, wer den getradet hat, auch mit den kleineren Bewegungen. Ich habe ihn nicht getradet. Euro-Dollar, habe ich ihn erwähnt, haben wir getradet. Britisch Pfund, US-Dollar haben wir getradet. Und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Trade. USD, Japanisch Yen, beziehungsweise USD, Schweizer Franken, Entschuldigung. Und hier sehen wir, ich mache das mal ein bisschen größer, wir haben einen Long Trade und ich handle ja nicht zum Wochenende, weil das Risiko zu groß ist. Und das heißt, Donnerstag war Vatertag, Freitag waren wir nicht im Büro. Ich bin heute erst eingestiegen und bin besser reingekommen und wir sehen hier, der Trade ist jetzt hier schon in Gewinn gelaufen mit 0,1%. So, dann haben wir Audi Yen, der diese Woche, Ende der Woche reinkommt. Und das war es jetzt erstmal von den aktuellen Trades. Es war eine ruhige Woche, es war eine verkürzte Woche, aber wir sind mit dem ersten Signal reingelaufen und ich hoffe, dass wir diese Woche noch einige gute Setups reinbekommen. Was liegt diese Woche an? Ich glaube, diese Woche ist nach wie vor das Thema Nummer 1, die Regelung in Amerika, ob sie das jetzt nun hinkriegen mit der Schuldenobergrenze. Ja, und wir dachten alle oder viele Marktteilnehmer dachten am Freitag wohl, dass da eine Einigung zum Wochenende stattfindet. Das fand nicht statt. Der DAX ist jetzt heute wieder ein wenig gefallen. Ja, und dann es gibt eine Seite, die wir vielleicht nicht zu unterschätzen haben, diese ja, Trading-Psychologie, Börsenpsychologie. Und es gibt dort einen Begriff, das nennt man FOMO. Ja, FOMO, Fear of Missing of Effect. Das bedeutet, viele Trader steigen dann ein, weil sie Angst haben, nicht dabei zu sein. Und das könnte dazu folgen, dass wir diese Woche weitere Kursanstiege haben, weil sie die Zeitung aufmachen und gehören vom Nachbar, wow, bist du auch dabei, DAX hat am Freitag Rekordhoch und die meisten sind ja immer noch in der Wartehaltung, sagen, ich muss mir noch anschauen, ich weiß nicht so richtig. Ja, bupp, Freitag, neues Rekordhoch und wir sind dieses Jahr schon so kräftig angezogen, das heißt, wir müssten so circa bei knapp 17, 18, 19% schon sein und wir haben jetzt immer noch den Monat Mai. Diese Woche dann nochmal Konjunkturzahlen und dann heißt es wieder für uns, am Freitag steige ich ein oder nicht und ich kann Ihnen sagen, wir haben Pfingstmontag hier in Europa bzw. in Deutschland, wir steigen am Freitag nicht ein, aber ich werde am Freitag einen Ausblick machen, einen Rückblick für die kommende Woche und bis dahin wünsche ich Ihnen gute Trades, viele disziplinierte Trades vor allen Dingen. Und wenn ihr Lust habt und Zeit habt, dann geht doch einfach mal unter unser YouTube-Video und seid Gast dabei, wenn wir morgen wieder auf die Jagd gehen und versuchen, den DAX rauf und runter zu handeln. Bis dahin, gute Trades.